glänzender Rost und Stromleitungen. Ah, ja. Man liebt Deponia einfach. Ja, rüberschieben können wir Gold. Wow! Autsch! Okay. Und jetzt? Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Haha. Oha, okay. Die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Verdammt, das sagst du jetzt richtig, Mann. Du hast ja wieder richtig gut hingekriegt hier. Mann, oh Mann. Nach oben können wir hier. Zum Kran können wir da. Nach oben können wir hier generell überall. Okay, gehen wir erstmal hier nach oben. So, wenn wir schon da hoch können. Ach, der krabbelt jetzt bestimmt hier hoch. Oder nicht? Ah, okay. Okay, okay, ich verstehe. Was haben wir denn da? Ein Trichter. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Okay. Und da haben wir einen Schrott, einen Kranarm mit Schrott. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Ah, ich glaube, ich weiß. Zur Tunnelpassage. Wo können wir denn da hin? Ich gehe mal dahinter. Wir müssen bestimmt den Kran aktivieren und Goal dann packen, mit dem Greifarm da oben reinschmeißen ins Schienenfahrzeug und ab die Mieze geht's weg mit uns. Hier haben wir ein Minenbike. Zur Kurve Hebel. Für was ist denn der Hebel da? Okay, Minenbike. Schrotthaufen. Mit dem können wir bestimmt nichts machen. Den können wir aber vielleicht einpacken, mitnehmen, oder? Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Okay. Da haben wir Vögel. Ach, die sind auch niedlich. Die verleihen hier dem Ganzen ein bisschen Atmosphäre noch. Was hatten wir hier gerade? Weichenstellkasten. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. Das war vermutlich auch, ja. Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check. Check. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Ja, okay. Damit können wir also auch nichts anfangen. Zur Schaltzentrale. Wo können wir denn hier hin? Zur Kurve? Okay, da geht's nicht nach oben. Wo geht's denn hier nach oben? Minen, Dingens, Nanu, schwuppsdiwupps. Zur Schaltzentrale? Kommen wir da irgendwie hin? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay, das ist ein Hebel. Ich spare mir... Okay. Ich muss irgendwie in die Schaltzentrale kommen. Schrotthaufen. Na, gehen wir einfach mal weiter zum Viadukt. Was ist das eigentlich? Ein Viadukt? Oh. Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Dom-di-dom-di-dom? Was? Wer bist du denn? Ach, wieder der Horizont. Bis zum Horizont. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Das haben wir schon festgestellt. Wartungsklappe. Und da oben hängt eine Leiche mit einem Schlüssel. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Na, würde ich auch sagen. Hey, du. Nun komm schon da runter. Ups. Oh. Ups. Ein Bein reicht mir. Okay. Aber den Schlüssel können wir bestimmt gebrauchen. Eins steht fest. Das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Aber womöglich für etwas Nützliches. Ugh, zu hoch. Zu hoch. Moment, Skelettbein. Vielleicht können wir damit den Schlüssel holen. Ugh. Zu hoch, aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Ach, hör auf, das ist nicht zu hoch mit dem Skelettbein. Ach, aber okay, ist doch zu hoch. Wartungsklappe. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Signalmast? What? Der Kasten ist zugeschraubt.
Als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Naive Tölpel, mit einem Skelettbein kriegen wir das nicht schon auf. Nicht, solange ich noch zwei eigene gesonderte... Okay, also das Skelettbein bringt uns im ersten Anlauf gar nichts. Zur Außenkurve Spiegel. Signallampendeckel. Können wir alles mitnehmen, oder was? Aha, rote Signallampe. Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ja, das frage ich mich auch. Zack, nehmen wir mal die Birne mit. Können wir brauchen. Da ist ein Spiegel. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Putzen, Toni, putzen. Können wir vielleicht was machen mit dem Spiegel? Ach, der nimmt den mit, okay. Haben wir schon mal einen Spiegel, eine Signallampe und ein Skelettbein. Also so langsam füllt sich das Inventar wieder mit rätselhaften, mysteriösen Dingen. Was fliegt denn da rum? Lustiges Teil. Wer bist du denn? Schnaps? Doc? Was für Doc? Ein alter Heini, der im Müll wühlt. Ja, so kommt's mir vor. Den könnte ich nach dem Weg fragen. Ja, mach das mal. Natürlich nur, um zu testen, ob er ihn auch kennt. Ja, natürlich. Wir wissen ja selber, wo es lang geht. Hallo! Was? Oh, hallo. Okay. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was, ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ah, okay. Ich bin auch ein Bastler. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Was machst du hier? Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Rein hypothetisch. Also rein hypothetisch. Ja. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Grins. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Kann man zweideutig sehen, die Nagelpistole. Ja, meine Freundin ist zu schwer. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Krim. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich.
dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Ja, das Minebike. Wenn zum Beispiel das Minebike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Grins. Zum Glück hat nicht unsere Dummheit bemerkt. Ach, hey, sehr schön. Super. Das ist ja genau das, was ich brauche. Offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Gut, nee, das war's. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. DIY for the win? Was? Okay, Ersatzteil und Neurochirurgie. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Na, super. Bedien dich ruhig. Oh. Es ist genug für uns beide da. Ja, schön. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Ja, okay, jetzt sind hier wieder viele Rede. Meinst du, jemand Meinungen? Wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Oh, ja. Verstehe. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann aber niemals... Ah, okay. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Ja, logisch. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Okay. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Okay. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ich denke mal, es könnte noch ein Rätsel werden hier mit diesen ganzen Tipps, wenn man die sich nochmal anhören lassen kann. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Defekt, nee, das nicht. Nicht, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr, selbst DIY. Okay. Ersatzteil und Neurochirurgie, hatten wir das schon gefragt? Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn.
Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Okay, gut. Ja, nee, wir müssen dann mal wieder. Mach es gut und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen. Ja, ja, schwimmender Schwarzmarkt, schon okay. Avialer Stromumkehrer, wir haben den. Damit können wir bestimmt das Bike reparieren. Wir nehmen den Schnaps nochmal mit. So, was ist denn jetzt? Oh, säuft er ein. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, okay. Wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Können wir das jetzt mitnehmen? Wisch sofort den Flaschenhals. Okidoki. So, abwischen können wir nicht. Wir können vielleicht mit dem Skelettbein da mal drin rumrühren. Und was wird das? Naja, meine Sachen sind so schmutzig. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Okay, Moment mal hier. Reinigungsmittel, da habe ich jetzt die Idee. Und was wird... Naja, du... Also... Okay, funktioniert schon mal rein gar nicht. Zur Außenkurve, Signal, und gehen wir mal in die Außenkurve, gucken nochmal, was da ist. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Licht, endlich. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, also in die Außenkurve dürfen wir nicht rein, beziehungsweise können wir nicht, weil wir einfach nicht im Dunkeln sehen können. Da müssen wir also Licht machen. Heißt also, wir bleiben hier begrenzt auf diesen Gebieten unterwegs, um des Rätsels Lösungen zu finden. Okay, avialer Stromumkehrer, setzen wir den mal in das Minebike ein. Dann wollen wir mal. Ran ans Werk. Wupsi. Immer toll. Das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Ravioli-Umdrehern. Ja, jetzt dürfen wir im Schrotthaufen suchen. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? 1, 2, 3, 4. Was ist das denn? Konischer Korpus, sphärischer Korpus, kubischer Korpus. Smaragdfarbener Flansch. Kobaltfarbener Flansch. Mauvefarbener Flansch. Ah, Leute, jetzt haben wir die hier. Ja, genau, jetzt haben wir hier diese Rätselsituation, wo uns der Doc schon erzählt hat von diesen ganzen Tipps. Und ja, jetzt haben wir natürlich hier. Ja. Den Salat am Dampfen. Okay, weil wie war das nochmal? Klemmmuffe haben wir hier. Ritzel mit 2 Speichen, 3 Speichen, 4 Speichen. Das war die letzte Information. Kubischer Korpus, kubischer Korpus, kubischer Korpus. Ritzel mit 4 Speichen, 3 Speichen, 2 Speichen. Wie war das nochmal? Also das mit den Ritzeln weiß ich. 4 Speichen war irgendwie Schrauben. 2 Speichen war irgendwie Klemmen. Smaragdfarbener Flansch, Kobaltfarben. Konischer Korpus. Okay, nehmen wir mal einfach mal den sphärischen Korpus. Müssen wir die hier irgendwie machen? So, Schraubmuffe. Schraubmuffe. Ach so, wir müssen die jetzt hier... Ah, wir müssen an jedes Teil so ein Ding machen und dann diese Dinger noch dran klemmen. Na toll. Woher soll ich jetzt wissen, was das war? Ich glaube aber, irgendwas war mit 4 Speichen. 4 Speichen, Schrauben. 4 Speichen, Ritzel mit 4 Speichen, Schrauben. Hm.
kubischer Korpus, sphärischer Korpus, konischer Korpus. Ja, da müssen wir zurück. Weil wir können das Rätsel zwar auch überspringen hier, das Puzzle, aber das möchte ich nicht. Ich möchte gerne versuchen, das Rätsels Lösung zu, ja, selbst rauszufinden. Hallo! Ich mache mal ein paar Notizen hier nebenbei. Hallo! Wahrscheinlich.